Ja, also das, was hinter uns zu sehen ist, ist ja eine Full-Dome-Installation. Das ist ein 360-Grad-Film. Im Endeffekt ist es eine kleine künstlerische Installation für die Pink Floyd-Ausstellung, die ab September im Dortmunder U beginnt. Und wir haben eine kleine Reise durch die Pink Floyd-Plattencover gestaltet, bei der man einfach durch Plattencover fliegt, einen visuellen Trip erfährt und zu Ausschnitten aus Pink Floyd-Musik und mit Sounddesign, was die beiden Jungs links und rechts neben mir gestaltet haben, einen kleinen Einblick in die Bandgeschichte von Pink Floyd bekommt. Eigentlich haben wir so getan, als kämen Pink Floyd aus Dortmund und hätten all ihre Kassenschlager in Dortmund geschrieben. Und als wären die ganzen Plattencover eigentlich in Dortmund geschossen worden. Und deswegen haben wir uns auf einen Trip durch Pink Floyd Cover mit Dortmund-Elementen begeben. Wir kommen mal ursprünglich alle von der FH Dortmund und haben da Film studiert. Sind jetzt schon länger fertig und haben da auch lange studiert. Und wir arbeiten jetzt gerade in einem Institut, also ein Forschungsprojekt der FH Dortmund im Dortmunder U in der ersten Etage. Das Ganze nennt sich Q. Storylab Q. Q Storylab. Ja. Das ist das Storylab Q und wir erforschen halt Möglichkeiten außerhalb von klassischen Leinwänden in verschiedenen anderen Medien, Videoinstallationen, Filminstallationen zu gestalten, sei es VR oder halt auch solche 360-Grad-Installationen. Wir versuchen einfach möglichst viele Medien zu bespielen. Und irgendwie, eigentlich versuchen wir auch rauszufinden, was diese neuen Medien für Geschichten brauchen, damit das trotzdem spannend ist oder eben sogar spannender als ein klassischer 2D-Film. 2D ist irgendwie ein Kackwort, aber wir versuchen als das klassische Kino. Klassisches Kino ist super und wurde total weiter, da weiß man eigentlich schon, wie es läuft, was man machen muss, damit man einen guten Film kriegt. Und jetzt versuchen wir rauszufinden, was muss man eigentlich machen, um eine geile Geschichte zu erzählen, aber trotzdem in diesen ganz seltsamen anderen neuen Medien, die man noch nicht so ganz verstanden hat. Ja, wir versuchen halt zu schauen, inwiefern möchte man in einer Umgebung, wo der Zuschauer sich frei umschauen kann, den Zuschauer steuern können, was man auf der Leinwand unglaublich gut kann. Aber sobald du dich umschauen kannst, 360 Grad, kannst du das halt eigentlich nicht mehr. Und die Frage ist halt auch ein bisschen, möchte der Zuschauer das überhaupt gesteuert werden in so einer Installation oder möchte der sich einfach aussuchen können, wo er hinschaut oder was er machen kann? Das Ganze ist natürlich ein Kooperationsprojekt von viel mehr Menschen eigentlich als wir drei, die jetzt hier gerade stehen. Also insgesamt waren wir ein Team von, ich glaube so vielleicht 12 Leuten insgesamt oder sowas, so roundabout. Nicht alle stehen hier, aber 13 Leuten. Ja, 12 schon nicht schlecht geschätzt. Also insgesamt sitzt man natürlich mit sehr vielen Leuten an so einer Installation, um die zu laufen zu bringen. Und zusammengebracht wurden wir eigentlich alle durch Harald Opel. Das ist ein ehemaliger Dozent von uns, der Leiter des Forschungsprojekts Q im Dortmunder U ist und dem wir zu verdanken haben, dass wir irgendwie so eine lustige Truppe geworden sind, die sich da jetzt kreativ ausleben kann.